Vor langer Zeit hat die YouTuberinsel 2 angefangen. Seitdem ist auch richtig, richtig viel passiert. Und wir haben sehr, sehr krasse Sachen gebaut. Wow. Aber wie alles hat auch die YouTuberinsel 2 ein Ende. Und das seht ihr in der letzten Folge der YouTuberinsel 2. In diesem Video wird es wieder richtig traurig, Leute. Was ist das hier? Was ist das für ein Video? Warum ist das so traurig? Hört mal die Musik. Ich glaube, Leute, das ist mein letztes Video auf der YouTuberinsel 2. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, bleibt bis zum Ende dran. Denn ich werde mit euch meine ganze Geschichte auf der YouTuberinsel 2 einmal durchgehen. Und im Anschluss werden wir meine Stadt Paulberger Hills komplett wegsprengen. Wir hatten nämlich eine Menge Spaß hier, eine Menge Videos auch gemacht und auch über eine lange Zeit sehr viele lustige Dinge unternommen. Was wir alles gemacht haben, werde ich euch im Laufe des Videos natürlich erzählen. Und wie bereits erwähnt, werden wir diesen Ort Paulberger Hills am Ende des Videos wegsprengen. Dafür habe ich mir schon einiges besorgt. Nämlich habe... Was ist das denn hier? Was ist denn hier neben dem Paulberger Hills gebaut? Leute, jetzt kommt das Böse hier sogar noch in die Stadt. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt für mich. Was ist das hier, Leute? Wer hat denn hier gebaut? Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Aber, Leute, für mich ist es dennoch an der Zeit, die Insel zu verlassen. Denn ich habe alles geschafft, was man schaffen kann. Ich habe alles gebaut, was man bauen kann und alles gemacht, was man machen kann. Und deswegen ist es für mich an der Zeit. Ich habe auch etwas vorbereitet. Und zwar hier muss ich einmal zu einer Ender-Chest gehen. Dann seht ihr, was ich dort drinne habe und was ich noch brauche, um das Video hier richtig machen zu können. Und ja, Leute, also ich weiß selber nicht, was ich sagen soll. Das war klar. Alles ist irgendwann mal zu Ende, Leute. Das ist klar. Nur ist es sehr, sehr schade, wenn dann soweit ist. Ich weiß auch nicht, wie ich weitermache, aber schaut mal, was ich hier vorbereitet habe. 21 TNT haben, 21? Nein, ein Stack und 21. Das heißt, wir haben 85 TNT dabei und das werden wir gleich komplett auf Paulberger Hills regnen lassen. Vielleicht baue ich eine TNT-Kanone, denn ich will hier ganz langsam alles, was ich aufgebaut habe, wieder abbauen und dem Ganzen ein Ende bereiten. Leute, ihr seht es, wir fangen hier in der Stadt ganz normal an. Beziehungsweise nein, meine Geschichte auf der YouTuberinsel 2 hat woanders angefangen, denn hier hat alles angefangen, am Spawn der YouTuberinsel 2, hier sind wir damals alle gemeinsam aufgewacht. 3, 2, 1, es geht los, jeder läuft in eine andere Richtung. Ihr habt's gesehen, Leute, hier hat alles angefangen und falls ihr euch jetzt fragt, warum ist denn hier alles so komisch kaputt und zerstört hier oben in der Luft und so weiter, Leute, hier war die erste Stadt, hier war die erste offizielle Candy City, war nämlich hier und die wurde dann später im weiteren Verlauf des Videos von Wife HD zerstört, der hat dann sogar auch einen Diss-Track von mir bekommen, hier ein kleiner Ausschnitt. Alter, zum Glück ist eine Wife da, der mir helfen kann. Hey, hey, stopp! Digga, ich fackel die ganzen Dinge ab! Hi, Wife HD. Sag, fühlst du dich sicher? Fühlst du dich wie ein Macher? Fühlst du dich wie ein Gewinner? Pam, 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 pam. Besser duck dich weg. Pam, 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 pam. Candy, das jetzt. Aber Leute, ich habe natürlich nicht aufgegeben. Ich habe weitergemacht, habe mich davon nicht unterkriegen lassen. Obwohl meine Stadt zerstört wurde und obwohl Wife mich gejagt hat, habe ich den Entschluss gefasst, eine neue Stadt zu bauen. Deswegen bin ich hier in diese Richtung gelaufen, wo der Alpha Tower damals auch schon stand. Das hat nämlich Alpha Stein gebaut. Der ist einfach ganz an die Spitze gegangen mit Lava, hat Lava runterlaufen lassen und dann Wasser drüber. Und so entsteht dann ein Turm wie dieser hier. Und Leute, der ist so hoch, dass ich den Boden nicht mal sehen kann von hier oben. Ganz bisschen von der Spitze vom Berg sehe ich. Aber Leute, dort bin ich dann hier vorbei und habe mir eine eigene Stadt gebaut. Und ihr wisst es von der YouTuberinsel 1 vielleicht, da gab es Paulberger Hills, habe ich damals schon gebaut. Und das Ganze habe ich jetzt wieder gemacht, denn ich habe mir den Aufwand gemacht, eine riesige Fläche gebaut. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe drei riesige Flächen gebaut. Ihr seht es im Hintergrund, wenn ihr euch die gebauten Sachen wegdenkt. Und dort haben ich und auch viele andere YouTuber angefangen, Sachen zu bauen. iCrimex ist hier mit seiner Villa gewesen, wohnt er leider nicht mehr. Sein Casino ist hier, geht auch nicht mehr. Dann war hier das Rathaus, Leute. Wir haben die Feuerwehrstation, eine Polizeistation, ein Haus von Gambo, was Easy Cheesy jetzt übernommen hat. Easy Cheesys neues Haus und so weiter, Leute. Die Candy-Statue ist jetzt auch später dazu gekommen. Chaos Flo wohnt hier, Awesome Elina
Nina war hier, Flauschi war hier. Eine Menge, Menge YouTuber haben hier in Paulberger Hills gewohnt, gelebt und auch Videos gemacht. Und natürlich habe ich auch in Paulberger Hills 2, nenne ich es jetzt einfach mal, bin ich mit Flauschi zusammengezogen. Und natürlich, Flauschi ist meine Freundin geworden. Ihr habt die Videos gesehen. Deswegen verbinde ich mit dieser Stadt echt einiges und vieles Emotionales, Leute. Deswegen fällt es mir auch nicht leicht, die YouTuber-Insel 2 zu verlassen und vor allen Dingen auch Paulberger Hills in die Luft zu jagen. Das wird, viele Leute werden es nicht schön finden, aber Leute, das ist das einzige ehrenvolle Ende, was man einer Stadt wie dieser machen kann. Wisst ihr was, ich werde mal schauen, ob Flauschi zu Hause ist, dann könnten wir noch ein, zwei Worte mit ihr wechseln und dann kommen wir schon zur großen Explosion. Flauschi! Flauschi, hallo! Ja, oh, hallo? Sie ist ja wirklich da. Flauschi, hey, wo bist du? Unten im Keller? In meinem Zimmer, was gibt's? Achso, ich komm hoch. Flauschi, alles gut? Flauschi, alles gut? Klopf, 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 mach auf. Ja, hereinkommen, bitte. Hey, wo ist sie denn? Jo, was hallo. Geht? Flauschi, gar nichts Besonderes, will auch gar nicht viel stören. Ich wollte nur sagen, ich hau ab. Ja, okay, tschüss. Bis später. Nee, nicht bis später. Ich haue ab von der ganzen YouTuber-Insel 2. Ich werde die Insel verlassen. Das ist das Ende der YouTuber-Insel 2 von King Candy. Nein. Wie nein? Natürlich. Flauschi sagt nein. Flauschi, ich werde dich für immer in Erinnerung behalten. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Candy. Flauschi, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Ich werde dich für immer vermissen. Candy, wir wohnen zusammen. Ja, wir haben hier zusammen gewohnt, aber ich werde jetzt auch am Ende des Videos TNT überall platzieren, das hochjagen. Ja, schon, aber warum sagst du, du wirst mich vermissen? Weil ich jetzt gehe, ich lock mich gleich aus und starte nie wieder Minecraft. Ja, aber wir sehen uns doch den ganzen Tag, wir wohnen zusammen in Real Life. Ich hab dich heute Morgen noch beim Frühstück gesehen. Flauschi, Toast gegessen schweren mit Herzens, ich werde dich vermissen, Flauschi. Es tut mir leid, aber ich muss gehen, es tut mir leid, ich werde dich vermissen. Wir sehen uns später beim Mittagessen. Ich mach Spaghetti, ja, tschüss. Flauschi, es war eine schöne Zeit gewesen. Aber auch das ist irgendwann vorbei. Bye, bye, Paul. Ey, Leute, ich hab's auch gar nicht erzählt. Ein neuer Song kommt am Samstag. Der Abschiedssong von der YouTuber-Insel 2. Und es ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und zwar kommt diesen Samstag der Bye-Bye-Remix. Und ihr kennt natürlich den Originalsong Bye-Bye. Hier ist er ganz kurz. Bye-Bye, Paulberger Hills. Du bleibst in meinem Herz und ich seh dich durch mein Teleskop. Ich komm vorbei, wenn ich will. Die Zeit steht für mich still. Doch die Insel bleibt mein Rettungsboot. Und es kommt am Samstag ein Remix davon. Und der hört sich so an. Yeah! Bye bye, Paulberger Hills, yeah! Oha, let's go! Paulberger Hills, yeah! Wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann schaltet auf jeden Fall Samstag ein. Lasst mir ein Abo da, um nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Video. Denn es ist natürlich noch viel, viel mehr passiert als nur das. Nämlich habe ich ja Paulberger Hills gebaut, wie ihr wisst. Und Leute, parallel hat sich etwas Neues aufgebaut. Und zwar sind die Wasserkrieger gekommen. Und das ist nämlich hier. Die haben ein riesiges Loch hier auf der YouTuber-Insel 2 gebaut. Extrem, extrem aufwendig sicherlich gewesen. Ich glaube, 2 Monate hat dieses Loch gebraucht, bis es fertig mit Wasser ausgehöhlt war. Und hier sind schon einige Sachen drin. Es wurde leider nie so richtig fertig, würde ich jetzt mal sagen. Flauschi hat diesen Besprechungsraum gebaut. Flauschi hatte hier auch Häuser, die sie wiederum abgerissen hat, als sie wieder weggegangen ist, als sie rausgeworfen wurde. Dann gab es hier ein Casino. Und was ist das denn? Das ist neu. Das kenne ich noch nicht, Leute. Keine Ahnung. Da war ich jetzt nur für die Ender-Chest drin. Keiner, wer das gebaut hat. Hier ist das Lager von den Wasserkriegern geworden. Aber auch das nie fertig geworden, weil das Dach offen ist. So viel aber dazu. Die Wasserkrieger sind auch gekommen. Und dann war für mich eins der Highlights der YouTuber-Insel 2 ist dann nämlich passiert. Und zwar neue YouTuber. Auf einmal stand Gambo vor mir. Ben stand vor mir. Awesome Elina stand vor mir. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Easy Cheesy stand auch vor mir. Es kamen die neuen YouTuber auf die YouTuber-Insel 2. Großartig. Ben hat sein Haus nie fertig bekommen. Dafür aber Easy Cheesys Haus umso schöner. Das können wir uns nämlich mal anschauen. Hier hat Easy Cheesy auch ihr eigenes Haus gebaut. -9,4. Ich werde jetzt auch gleich noch Schilder bei den YouTubern platzieren. Aber Easy Cheesys Haus auch hier, so mit den Liegen und alles, sehr, sehr, sehr stark. Und wenn ihr euch fragt, warum ich die YouTuber-Insel verlasse, das kann ich euch jetzt erklären. Denn während hinter mir die Sonne untergeht, geht auch meine Hoffnung auf der YouTuber-Insel 2 unter. Denn Leute, ich bin seit Tagen nur noch alleine auf der YouTuber-Insel gewesen,
hab kaum noch was zu tun und ich habe, wie gesagt, bereits alles erreicht. Ich habe eine Stadt gebaut, wir haben Full Netherite, wir haben Elytra, wir haben mit Flauschi sehr viel unternommen. Flauschi hat eine Mädchenstadt gebaut. Wir haben alles geschafft, was man schaffen kann und hier keine Aufgaben mehr über. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das Ganze? Ich werde mich einmal schlafen legen, damit wieder Tag ist. Hier ist nochmal Paulberger Hills bei Nacht. Leute, sieht sehr, sehr schön aus. Aber bei Tag gefällt es mir natürlich noch viel, viel besser. Und jetzt schauen wir uns noch einmal die Mädchenstadt von Flauschi an. Und dann werde ich anfangen, TNT zu platzieren. Und wir nähern uns dem Ende der YouTuberinsel 2 auf meinem Kanal. Flauschi hat ihre eigene Stadt gebaut. Sehr, sehr, sehr schnell sogar. Und vor allem auch sehr aufwendig. Hier hat das Ganze angefangen bei dem Kreisverkehr in der Mitte der Stadt. Oha, voll das krasse Banner hier sogar. Das Vögel oder Herzen? Ich weiß es nicht genau. Egal. Hier ist auf jeden Fall die Stadtmitte. Hier hat Awesome Elina was gebaut. Ist ja eine Mädchenstadt. Hier dürfen nur Mädchen rein. Was hat sie denn hier gebaut? Aber was soll das sein? Ein Rathaus oder so vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Dann hat Flauschi hier eine Polizeistation gebaut. Auch sehr, sehr krass. Unter mir befindet sich das Hotel, was für mich das Highlight eigentlich ist von der Mädchenstadt. Und man kommt hier rein ins Hotel und hat hier auch sehr, sehr krassen Ausblick nach draußen und kann sich nochmal alles anschauen. Da zum Beispiel war ich nie drinne gewesen in dieser Höhle da vorne. Hier geht es auch nach oben mit mehreren Zimmern. Zwei Stück insgesamt hat man hier sogar mit Balkon, alles drum und dran. Leute, ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Flauschis Haus gibt es hier natürlich auch noch und sogar eine Farm dahinter mit Kühen, Weizen und so weiter und so fort. Ich wollte euch noch einmal zeigen, wie wir am Anfang gelaufen sind. Denn wir haben ja das Video gestartet vor circa 70 Folgen, würde ich jetzt mal schätzen. Und wir wussten nicht, wo geht es hin, wie sieht die Insel aus, alles drum und dran. Und ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, mit zwei anderen, es müssten Stani und iCrimex gewesen sein. Wir sind in diese Richtung gelaufen, Leute. Und dann hier hoch auf den Berg, wo wir eine Menge Eisen gefunden haben. Und an eine Stelle erinnere ich mich ganz besonders. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie jetzt finden kann. Das wird hier oben gewesen sein. Ja, 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 hier war es, hier war es, hier war es. Genau hier war es noch. Hier erinnere ich mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Stani, iCrimex und ich glaube, Amir waren hier vorne gewesen. Ich stand hier, hab mich hier reingebaut. Hier war das. Hier habe ich mich reingebaut vor sehr, sehr vielen Folgen. Da war ein riesen Eisenvorkommen, Kohle gefunden. Das ist meine Werkbank, die habe ich platziert, Leute. Und hier haben wir uns ausgerüstet. Direkt erste Folge, Full Eisenrüstung. Und dann ist es passiert. Ich bin in eine Höhle gegangen, wahrscheinlich die hier, ouch, die hier unter uns. Und habe eine Menge, Menge, Menge Diamanten gefunden. Und damit war ich der reichste Spieler auf der ganzen YouTuber-Insel. Zumindest für die ersten Folgen. Dann irgendwann hat iCrimex mich überfallen, hat mir die Sachen geklaut und so weiter. Und es gab ja sogar noch ein Schloss dazwischen. Das war ja auch richtig krass. Wir hatten ja hier unsere Base gehabt. Flauschi hat hier gebaut. Das hier war Flauschis Haus gewesen. Und ich war immer da drunter. Gibt's das überhaupt noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das fühlt sich an, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Genau hier habe ich damals gebaut. Das war doch mein Endertruhenkistenverleih. Ich weiß es noch. Hier war immer eine... Die Kiste ist sogar noch da. Oh mein Gott, Leute, wie krass ist das denn? Meine Endertruhe ist sogar noch da. Ich stand immer hier und habe dann immer die Truhe verliehen. Und da sind einige krasse Sachen passiert, ich erinnere mich. Hier gab es immer einen Weg runter zu iCrimex, seiner Burg. Der Weg ist mittlerweile deaktiviert anscheinend. Wir können ihn mal wieder öffnen. Was ist das für ein... Ah, okay, wir sind jetzt mittendrin, Leute. Ich suche mal den Eingang. Denn iCrimex und ich haben damals hier eine riesige Burg gebaut. Wir waren nämlich die Paulberger Ritter. Leider hatte ich da nicht die Chance, einen Song zu machen. Für die Paulberger Ritter hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Es ist aber nicht dazu gekommen, leider. Auch manchmal verpasse ich da meine Chance. Aber Leute, wir haben hier eine Burg gebaut mit einem sehr, sehr langen Weg. Sehr viele Fallen, zum Beispiel der Boden hier. Den konnte man von da hinten auslösen. Dann hat der Boden sich geöffnet. Leute sind runtergefallen. Wir hatten hier einen Sniffer. Sniffy, der Sniffer, Leute, der ist auch mittlerweile weg. Wir haben Axolotl Candy, och Mann, ey, und ein Tropenfisch-Aquarium. Also Flauschi hat hier auch gezeigt, was sie kann. Dann habe ich hier mein eigenes Zimmer gehabt, Leute. Hier ist ja alles kaputt, ne? Hier ist wirklich alles kaputt. Oh mein Gott, hä? Wo kommt denn das Schaf her? Hallo? Wie lange bist du denn schon hier? Naja, erlöse ich ihn mal. Okay, dann habe ich hier noch mein Lager gehabt. Da ist sogar noch relativ viel Zeug drin, muss ich sagen. Habe ich nie abgeholt.
Und iCrimex hatte auch ein Zimmer und ich habe sein Zimmer genauso wie meins gebaut, nur gespiegelt. Und dann meinte ich zu mir, ja, ich habe den Zimmer gebaut. War auch ganz lustig gewesen. Mein Lager von iCrimex plus mein geheimer Raum. Wenn man nämlich hier ganz genau hinschaut, dann sieht man hier für ein paar Pixel etwas Silbernes. Wenn man dann aber Rechtsklick macht, dann ist man auf einmal durch die Wand durch und man ist in meinem Geheimraum drin. iCrimex hat ihn tatsächlich irgendwann mal gefunden und übernommen. Aber bis dahin war das ein sehr krasser Geheimraum. Jetzt würde ich aber sagen, Leute, wir gehen hier durch den Geheimraum wieder raus. Bam, dann geht man hier durch. Und dann kommt man hier ganz unentdeckt. Also bisher, außer iCrimex, hat es niemand gefunden. Würde ich aber sagen, bauen wir jetzt TNT auf. Hier weiß ich nämlich gar nicht, wer das hier gebaut hat. Keine Ahnung, Leute. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Und hier ist ein Herz aus Lava. Auch nicht schlecht. Gut, Leute, Paulberger Hills ist nicht weit entfernt. Es ist hier, es ist, Leute, ich kann mich nicht weiter drücken. Ich würde sagen, wir werden jetzt eine TNT-Spur von über 85 TNT platzieren und schauen, was dann passiert. In meinem Haus werde ich ein bisschen mehr machen. Wir werden jetzt hier heute alles abreißen, um zu zeigen, dass ich es ernst meine, Leute. Weil viele sagen immer, haha, das ist ja lustig. Candy verlässt zum 100. Mal die Insel. Leute, es ist tatsächlich so, ich werde die YouTuber-Insel verlassen und alles, was ich selber gebaut habe, in die Luft jagen, damit wir noch was Schönes zu gucken haben. Und damit wir dieser Stadt den nötigen Respekt erweisen. So, jetzt hier überall mal ein bisschen im Abstand TNT. Ich hoffe, alles löst aus. So, ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig TNT. Dennoch den Schriftzug hier, Leute, ein bisschen zumindest. Ich bin echt gespannt, ob das alles auslöst, Leute. Also, ich glaube tatsächlich, das wird nicht alles auslösen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Weg runter. Ich glaube, ich brauche mehr TNT. Ist aber nicht schlimm, ich kann noch richtig viel TNT craften. Ich könnte 1000 TNT platzieren. Also, wenn ich jetzt noch was brauche, dann hole ich jetzt noch mehr TNT. So, überall ein bisschen TNT hin, zack. Auch hier jetzt runter. Ja, ich brauche aber noch ein bisschen mehr TNT. So, Leute, das sieht doch schon mal gut aus. Ich brauche noch mehr Schwarzpulver. Ich werde jetzt hier ein bisschen meine Elytra auch reparieren. Das passt eigentlich. Und dann werde ich nochmal so 120 TNT platzieren. Und dann kommt die große Zündung. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Habe ich hier vielleicht noch irgendwo Schwarzpulver? Nee. Nirgendwo. Nur noch Raketen, kein Schwarzpulver. Aber egal, Leute. Ich bleib stark, werde jetzt hier ein bisschen farmen und gleich sehen wir uns mit der großen Explosion. Und da bin ich wieder, weiter geht's. Ich werde iCrimex sein Haus erstmal so lassen, obwohl es leer steht, Leute. Ich werde nur Sachen von mir wegsprengen, unter anderem auch die schöne Statue, Leute. Das tut mir wirklich im Herzen weh, dass diese Statue weggeht. Ich hoffe natürlich, dass die Zündung komplett richtig funktioniert und hier alles auch gezündet wird, fachmännisch und gerecht. Ob das klappt, sehen wir natürlich gleich erst. Deswegen muss ich hier in guten Abständen erstmal TNT reinballern. Also ich sag mal so, es wird danach auf jeden Fall nicht mehr so schön aussehen. So, ja, machen wir den da noch hin. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wird schon schief gehen. So, okay, Leute. Oh mein Gott, ich traue mich kaum, es zu sagen, aber gleich ist es soweit. Gleich sind wir ready für die Sprengung. Jetzt hier nochmal ins Rathaus einmal einen kleinen Schlenker machen. Einmal hier richtig schön in jeden Raum einmal mindestens rein. So, zack. Gehen wir nochmal hier rüber. Leute, die Baucheck GmbH, die habe ich zum Beispiel gar nicht erwähnt vorhin. Die gab es auch noch. So viele Sachen haben wir hier erlebt, Leute, wirklich. Ich sage euch, wie es ist. Da wird nur die Hälfte von explodieren, von allem, was ich hier platziere. Das ist der Beweis, Leute. Das ist das Ende. Seid nicht traurig, dass es vorbei ist. Freut euch lieber, dass wir die Möglichkeit hatten, dabei zu sein. Dass wir hier coole Videos machen konnten. Und schaut nach vorne, Leute. Wer weiß, was noch alles in der Zukunft passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich schaue immer nach vorne, nie nach hinten, Leute. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Sprengung, denn mein TNT ist leer. Okay, oh mein Gott, Leute. Wir fliegen nach oben zu meinem Haus, Leute. Und dort wird die Sprengung gleich starten. Okay, Leute, ich habe hier das Endfeuerzeug. Ich habe es extra umbenannt. Das werde ich danach irgendjemandem schenken. Und ich würde sagen, wir fangen hier unten an und dann hören wir mich oben bei meinem und Flauschis Haus auf. Wenn ihr das jetzt sehen wollt, lasst jetzt nochmal schnell ein Like da. Und ich würde sagen, wir starten jetzt, Leute. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. Bye, bye, Paulberger Hills. Es war eine schöne Zeit. Doch auf der neuen Insel finde ich mein Glück. Und deswegen zünde ich jetzt den Knaller. Leute, seid ihr bereit? Denn ich zünde jetzt und besiegel damit das Ende der YouTuber-Insel 2 auf meinem Kanal. In 3, 2, 1 und es ist getan. Es ist gezündet, Leute. Es ist gezündet. Alles nimmt seinen Lauf. Wir können es nicht mehr stoppen, Leute. Lami wurde... Wie...
Leute? Leute, was steht da im Chat? Lami wurde von Ken in die Luft gejagt? Hat Lami mich einfach verfolgt? Was will Lami auf der YouTuber-Insel? Der hat mich verfolgt und... Oh mein Gott, der hat mich beschattet, verfolgt und wollte mich angreifen. Lami, lass mich in Ruhe. Du hast schon Diss-Track bekommen. Du wirst auf jeden Fall noch in anderen Spielen dein Fett wegbekommen. Aber jetzt geht's weiter mit der Explosion. Denn beim Rathaus ging es weiter, als werde ich hier angegriffen. Ey! Die Explosion geht weiter da unten, Leute. Sie hat noch nicht aufgehört. Jetzt kommt aber das Wichtigste, die Statue von mir selber. Und das sieht echt ein bisschen traurig aus. Ich bin gespannt, ob es klappt, Leute. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, meine ganze Statue ist jetzt weg. Die gesamte iCrimex-Straße auch. Aber egal, ich zeige euch gleich nochmal, wie alles explodiert ist. Aber hier oben geht's ja weiter. Und das klappt richtig gut. Schnell Feuerwerk, wir müssen nach oben. Denn jetzt kommt mein Haus, Leute. Jetzt ist hier gleich mein Haus dran und das war's, Leute. YouTuberinsel 2, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, aber irgendwann ist alles vorbei. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das tat richtig weh. Wir hatten eine Menge Spaß auf der YouTuberinsel 2 in Minecraft. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da, wenn wir auch nochmal, vielleicht bei einer YouTuberinsel 3, wenn sie irgendwann kommt, mitmachen sollen. Und schaut es euch an. Paulberger Hills, Mainstraße, kaputt. Candy-Statue weg. Rathaus komplett weggesprengt. Da hinten Polizeistation weg. Alles ist weg. Wir haben Flauschis Haus gelassen. Gambus Haus, Max sein Haus. Aber alles, was ich gebaut habe, ist so ziemlich weg, Leute. Und das war es jetzt wirklich gewesen mit der YouTuberinsel 2. Wenn ihr eine schöne Zeit hattet auf meinem Kanal, lasst es mich, wie gesagt, mit einem Like und einem Kommentar wissen. Das war es gewesen, Leute. Ein letztes Mal sagt Candy. Ciao mit Au. Ciao.